Ich finde das Programm. Ich weiß nicht, ich mag es nicht. Ich habe es mal getestet, als es rauskam. Ich fand das schrecklich. Das macht mir zu viele Macken. Zudem, by the way, DxTory kann meines Wissens nach. Kann doch kein Desktop aufnehmen, oder? Haben die das gefixt? Weiß das einer? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Weil, als ich es hatte, konnte DxTory keinen Desktop abfilmen. Deswegen konnte ich bestimmte Spiele nicht aufnehmen damit. Zum Beispiel Rollercoaster Tycoon 2 konnte ich damit nicht aufnehmen. Warum nicht? Weil er quasi das Spiel nicht erfassen konnte. Weil es halt zu alt war. Und du musstest halt eine Desktop-Aufnahme machen für das Spiel. Jetzt bevor es wieder auf Steam kam, ne? Ich rede schon von etwas älteren Generationen, also von etwas älterer Zeit. Da war Rollercoaster Tycoon 2 noch nicht auf Steam. Das kam ja jetzt. Wann kam das eigentlich auf Steam? Das ist mir. Ganz ehrlich, das ist mir entgangen. Ich weiß gar nicht, wann es auf Steam kam. Aber eins der geilsten Spiele überhaupt. Nichts geht über Rollercoaster Tycoon 2. Ja. Ich sage ja nichts dagegen. Jeder kann nutzen, was er will. Aber ich finde zum Beispiel Bandicam nicht schlecht. Fraps finde ich schlecht. Weil Fraps ist einfach Fraps, es ist nicht mehr aktuell. Ich glaube, da wird auch gar nichts mehr gemacht, oder? Die haben es aufgegeben. Ich meine, die hatten ja an sich eine Chance, die da mitzuhalten, indem sie einfach ihr Codec ein bisschen ändern oder eine Auswahl an verschiedenen Codecs reinhauen, dass die Leute sagen können, okay, der Standard-Codec ist zwar qualitativ mäßig gut, aber macht mir zu große Dateien, ich möchte das gerne switchen. Das ist ja an sich nicht wirklich viel Arbeit. Also, gehe ich mal nicht von aus. Du musst ja quasi einfach nur zulassen, dass die Leute selber ihren Codec auswählen können. Aber wie gesagt, ich bin kein Programmierer. Ich bin zufrieden mit meiner kleinen Software. Die macht guten Job. Ich muss später nichts mehr bearbeiten. Wenn man TeamSpeak-Server hat, finde ich, kann man soundtechnisch alles gut einstellen. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, dass du aufnimmst. Mehr musst du ja eigentlich gar nicht tun. Und wenn es jetzt wirklich so schlimm ist, ich kann ja auch schon machen, dass ich verschiedene Audiospuren habe. Ich habe halt nur zwei. Also es ist ja nicht so, dass Bandicam jetzt nur eine einzige Audiospur hat. Mikro und System-Sounds sind schon getrennt. Das ist aber bei Fraps, glaube ich, auch, oder? Bei Fraps, am Ende von Fraps war das auch getrennt. Ich bin mir ziemlich sicher. Du konntest quasi Mikro aufnehmen oder Systemlautstärke aufnehmen. Ich bin mir sicher, dass das später getrennt wurde. So kurz vor dem Ende von Fraps. So, das muss man hier fertig werden. Die Rehe müssen rein. Ich kann auch falsch liegen. Hat noch irgendeiner Fraps und kann das gerade mal nachgucken? Update ziehen und dann mal die Settings durchschauen. Wäre super interessant zu wissen. Ich bin mir sicher, dass Fraps das am Ende auch konnte. Aber ich könnte auch falsch liegen. Ich leg da meine Hand nicht ins Feuer. Okay, ich habe ein Problem. Wenn ich das Ding jetzt ausbauen will, das Ding ist schon zu 36% voll, dann passt das hier nicht mehr rein, weil das Ding jetzt schon fast ausgelastet ist. Ich muss ein drittes bauen und das dann ausbauen. Machen wir das doch. Wir haben ja genug Holz. Moment. Da. Damals. Ich glaube, ich mache hier nur 4 rein, oder? Ach, Lulu. Zack. Das Ding werden wir dann instant ausbauen. Das heißt, es bleibt nicht so, wie es ist. Dann haben wir ein größeres Fassungsvermögen. So, wir sind im Jahr 10. Ich schaue mir die Werte nochmal hier an. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Sorge, dass sie sich gegenseitig die ganze Jagd klauen. Wir haben jetzt 800 Duckmeat und 400 Rehfleisch gehabt. Also jetzt im letzten Jahr, das neue Jahr hat gerade angefangen. Und diese Jägerhütte hat leider nur 400 Duckmeat geschafft. Wir geben ihr aber noch ein Jahr Zeit. Vielleicht ist hier unten irgendwie Rehfleisch und ich sehe es nicht. Doch, die haben Rehfleisch, sonst wäre hier keine 14 Leder. Durch Entenkriegs. Okay, also wir haben hier auch 400 Rehfleisch. Das sehen wir halt nicht wegen dem fucking Scheißfeld hier, was. Und keine Ahnung, woher das kommt. Aber egal, lassen wir so stehen. Das heißt, die Jagdhütte ist doch effektiv. Nicht so effektiv, wie ich gerne hätte, aber sie ist okay, ich sage es mal. Also die Brücke muss gebaut werden. Die halten wir mal hier im Blick. Die macht mir ein bisschen Sorgen. Nicht, dass meine Jäger sterben, weil sie hier drüben jagen wollen. Das wäre nicht gut. Dann.
Ah, ich muss mal gucken, wie viele Parts. Ich sehe es leider nicht. Das ärgert mich gerade richtig. Wir haben jetzt ziemlich viele Häuser gebaut. Vom Alter her ist das alles echt okay. Ich guck nochmal. Ja, 30, okay, aber die haben auch schon ein Kind. Das ist okay, ich habe es, glaube ich, noch gerettet. Das Problem ist jetzt, dass wir jetzt richtig viel Nahrung verbrauchen. Ich habe jetzt, glaube ich, 5, 7. Ich glaube, ich habe jetzt 8 Häuser gebaut. Holy shit, wir haben 8 Häuser gebaut. 8 mal 5 sind 4. Wir werden auf jeden Fall auf die 90 kommen, da die 4 Felder werden das von der Nahrung her nicht schaffen. Wir müssen das im Blick behalten. Gucken wir mal, was der Fischer so macht. Das haben wir erhöht. Und die Fischhütte macht mir Sorgen. Ich habe das von 1 auf 4 Arbeitern erhöht und die Nahrung ist von 400 Fische auf 600 gestiegen. Das heißt quasi, 3 Fischer haben 200 Fische gefangen. What? Das ist uncool. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Chrono, kurze Frage noch, by the way. Mario 64 hast du am Start bei dir, ne? Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Gut. Warum? Machen wir dann später eine Runde und nehmen da weiter auf. Ich wieder als Gast bei dir, du im Stream bei dir. Wie gesagt, ich will den YouTube-Kanal wieder nach vorne treiben. Ja. Sollte gehen, ne? Das sollte eigentlich gehen. Gut, dann wird das später gemacht. Wie gesagt, ich mach nicht jedes Spiel so lange. Ich brauche jetzt erstmal nur ein paar Folgen von jedem Spiel. Und dann werde ich das mal wieder in die Uploads packen. Ah, die Frage ist, wollen wir die Partnerschaft auf YouTube machen? Nicht, um Werbung zu schalten. Wie gesagt, versteht mich, ich hasse das. Nie im Leben würde ich das machen. Ich frage mich nur gerade wegen den geplanten Uploads. Ich hätte gern die geplante Upload-Funktion. Boah, ich hasse das, Mann. Wieso kann YouTube uns nicht die geplante Upload-Funktion geben, ohne dass wir diese Scheiße partnern müssen, Mann? Das kotzt mich an. Das regt mir ein bisschen auf, ein bisschen. Das ist echt uncool. Ich will die Scheiße nicht. So, wo bist du denn? Ich suche das hier. Nein, ich suche das hier, ne? Building Supplier. Ach, da ist die Hütte ja. Sieh mal eine an. Das brauche ich, um später meine Hütten noch weiter auszubauen. Sieht das hässlich aus. Das braucht aber irgendwie 10, keine Ahnung was. Sieht fast aus wie Stahl, um ehrlich zu sein. Interessant. Glasswork wollte ich auch nicht. Ich suche gerade was anderes. Sekunde, wo ist es denn? Weil wenn man es mal finden würde, ne? Boah, hier kann man das Gebäude zeigen. Einfach nur episch, oder? Das ist schon cool. Man könnte es sogar bauen. Unfassbar, es braucht gar nicht mal so viel. Das haben sie geändert, ne? Korn, weißt du noch, als wir es bauen wollten, brauchtest du irgend komisches Zeug dafür. Ja. Könnte es hier hin? Ganz knapp nicht. Schade. Hm. Cooles Gebäude. Brauchen wir auf jeden Fall früher oder später. Kommen wir nicht dran vorbei. Aber es braucht ziemlich viel Platz. Man könnte es hier hin bauen. Würde das gut aussehen? Hm. Hier will ich ja den Marktplatz, oder genau, baue ich hinter dem Marktplatz quasi das Ding hier und dann den Marktplatz da drüber. Oder ein paar Bäumchen dazwischen und dann den Marktplatz. Könnte man machen, rein theoretisch. Ich glaube, ich wäre gar nicht mal so schlecht. Ich platziere es mal, pausiere es aber noch, werde hier erstmal ein bisschen Grünfläche bauen. Und werde dann den Marktplatz hier mal reinbauen. Mal gucken, wie es dann aussieht. Okay, das wollte ich aber nicht. Ich wollte jetzt erstmal Clay und Sand haben. Oh, da kommt schon wieder der nächste Händler. Hoffentlich hat er jetzt nicht so krasse Sachen. Weil so viel habe ich gar nicht mehr, sehe ich gerade. Kleidung, wenn ich das richtig sehe. Ja. Der Autosave kam gerade echt ungelegen. Einfach weil wir nur 2 haben, deswegen nehme ich die mal gerade mit. Ist ja nicht so teuer. Können wir mit den Fischen zahlen. Die Küche sind momentan sowieso jetzt nicht so der Burner. So, schicken wir auch instant weg. Der hat wahrscheinlich noch weitere Kleidung. Tschüss. Ich suche mein, wo ist es denn? Ich finde es gerade nicht.
Da. Gefunden. Okay, ich will Reeds, Clay und Sand. Ich brauche alle drei. Baue ich die hier drüben hin? Ich will den Weg eigentlich... ich überlege gerade. Ich könnte rein theoretisch... Die Brücke ist immer noch nicht am Bauen, das stört mich. 7100 Nahrung und es ist Erntezeit. Ist es Erntezeit? Nee, also noch nicht. Also es wird noch nicht geerntet. Okay, alles ruhig. Alles safe. Ah ja, warte mal, wir haben doch unsere Seeds gekauft, ne? Da! Da haben wir sie doch. Stimmt ja, wir haben ja die Seeds. Sollte ich mal eins der Felder umändern. Wir wollen ja Nahrungsabwechslung. Machen wir aber dann nächstes Jahr. Erstmal dich im Blick behalten. Die Brücke, wo ist die denn da hinten? Okay. Die wird aber gerade nicht wirklich gebaut. So, zack. Instant. Upgraden. Werden immer voller hier. Ich muss sie alle drei aufrüsten. 206 Werkzeuge. Er hat 56 Werkzeuge mehr. Kleidung wird hergestellt. Wir haben nur noch eine, aber das ändert sich gleich. Brennholz 2500. Ich werde das hier mal langsam aber sicher aufrüsten. In 500er Schritten, denke ich mal. Damit ich einfach genug zum Handeln habe. Vor allem, wenn die Sägemühle fertig ist, dann werden wir wahrscheinlich von Firewood erschlagen. Zumindest gehe ich davon aus. Ich werde doch mal die Fische entfernen. Die Fischproduktion ist einfach so useless momentan. Die können wieder zurück ins Lager. So, stattdessen lassen wir das Ding mal hier bauen. 30 Eisen, ja, das machen wir. Wir haben ja genug. Ja, wir haben genug. Ich will wissen, wie effektiv das Ding ist. Im Gegensatz zu den ganzen Woodcuttern. Und was es generell, also was das Ding generell noch produzieren kann, das weiß ich nicht. Das ist nämlich dann auch das erste Mal, dass ich das habe. Nahrungstechnisch gesehen sieht es aber eigentlich gut aus. Die Ernte ist noch nicht da und wir sind schon bei 7000. Aber das hier soll mal langsam fertig werden. Das dauert mir viel zu lange. 86 Loks brauchen wir dafür. Holy crap, 86 hierfür, 110 da drüben. Da wird unser Holzvorrat, ja, wird nicht gut aussehen. Wir haben 7 Bürger. Das heißt, ich hätte echt genug für diese ganze Clay-, Sand- und Reef-Produktion. Aber wohin? Wohin? Habt ihr eine Idee? Irgendjemand? Conno, du? Soll ich auf die Gegenseite hier machen? Ich weiß nicht. Dann ist mir der Fluss zu voll. Versteht ihr, was ich meine? Das gefällt mir auch nicht. Ich will den Fluss nicht so überfüllen. Weil ich würde dann hier drüben nämlich auch ein eigenes Lager dafür bauen, versteht ihr? Also ich würde hier eine eigene Lagerhütte bauen mit einem eigenen Materiallager, damit die nicht so weit laufen müssten. Dann sind die nämlich viel, viel effektiver. Ich mache erstmal drei, aber ich pausiere die erstmal. Vielleicht mache ich doch später noch 4 draus. Mal gucken, ich überlege es mir noch. Bin mir noch unsicher. Also an sich bräuchte ich ja 5, wenn man es jetzt ganz genau nimmt. Wenn ich irgendwie jedes Ding einmal haben will, bräuchte ich 5 Stück davon. Oder? Ja, doch 5. Clay, Sand, Reefs, Frösche, Schildkröten. 5 Stück bräuchte ich. Ich hab nichts mehr zu trinken. Ich hab wirklich nichts mehr, Leute. Ich hab nichts mehr. Das ging ja schnell. Ich muss mit Zitronentee machen. Naja, was heißt, es ging schnell? 2 Eistee habe ich schon seit gestern gehabt. Wo warst du eigentlich stehen geblieben bei Mario 64? In Buhos Welt, ne? Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe.
Ja, wir haben soweit alles fertig gemacht, was wir fertig machen konnten. Cool, nice. Geht's eigentlich später noch mal irgendwann in die Wasserwelt?